Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum zweiten Video heute schon von Fortnite Battle Royale. Und es gibt eine neue Sache, die jetzt auf der Karte aufgetaucht ist. Und ich würde sagen, wir springen in die Spielwiese, damit wir uns das Ganze angucken können. Und danach gibt es auch noch ein paar Leaks, die jetzt so aufgetaucht sind bezüglich Live-Events in Season 8. Und ich würde sagen, wir springen in die Spielwiese rein. Bis gleich. In der Spielwiese drin gehe ich jetzt nach Paradise Palms, denn von dort aus kann man das am leichtesten erreichen. Und man sieht es allein schon auf der Karte, dass da so ein kleiner Fleck ist. Und wenn man jetzt da runter guckt, sieht man schon so einen kleinen Krater da. Gestern waren da ja diese Bagger auf dem Truck drauf und auf dem Truck da an der Seite auch. Und die haben eben halt das Ganze ausgegraben. Und jetzt wurde eben halt über Nacht das Ganze hier hingebaut. Jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere, was das Ganze hier soll. Hier sind ein paar Kisten drin, zwei Stück. Und Loot ist jetzt eigentlich auch nicht schlecht hier. Und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, sind hier ganz, ganz viele Steine drin, wo auch schon so manche Sachen sind. Und hier hat man auch eine weitere Kiste. Und gestern, beziehungsweise als das reingekommen ist, waren hier überall noch Steine drauf. Alles war mit Stein bedeckt. Hier war auch noch ein großer Stein. Hier war auch ein großer Stein. Hier war keine Kiste zu sehen. Und jetzt sind hier immer Kisten zu sehen. Und wie vielleicht der eine oder andere gut erkennen kann, sinkt die Haltbarkeit der Steine. Fragt sich sicherlich der eine oder andere auch, warum sinken bei manchen die AP schneller als bei anderen. Zum Beispiel bei dem sinkt es relativ schnell. Hier auch, da eher wieder langsamer. Der ist extrem schnell. Da sieht man richtig, wie das runtergeht. Und zwar jeder, der auf der ganzen, egal wo man ist, ob in Amerika oder in Asien oder in Europa, alle bauen hier ab und zusammen wird das dann eben halt immer addiert so ein bisschen. Und jeder Schlag macht jemand 50 Schaden dran. Man kann auch aufkloppen. Und die werden dann alle addiert. Und damit werden eben halt die Steine hier alle zerkloppt. Hier sind ganz viele Steine drin. Die gehen im Prinzip so einen Krater herum. Und die baggern eben halt jetzt etwas aus. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass die Fortnite-Spieler wieder etwas machen können, damit das nächste Live-Event sozusagen schneller gemacht werden kann. Dass man da eben halt einfach schneller vorankommt. Ich glaube, es war auch schon mal so bei Polar Peak, dass die Spieler das dort beschleunigen konnten irgendwie, dass das alles sinkt. Und man kann hier jemand über raufklopfen. Steine Oma hat zum Beispiel auch nur noch 188.000 Leben. Und das geht eben halt rasant runter. Hier war zum Beispiel ein Stein, da ging das richtig schnell runter. Als ich reingegangen bin in die Runde, hatte der noch 300.000 Leben. Und dann nach 30 Minuten, wollte ich einfach mal nachgucken wollte, war der eben halt schon sehr, sehr niedrig. Die Frage ist jetzt, was hier alles drin ist. Beispielsweise hier finde ich auch schon ganz cool, dass hier einfach ein Auto drin ist, das vergraben wurde. Hier ist zum Beispiel ein Knochen, der drin ist, den man natürlich auch ausgraben kann. Kommt übrigens pro Stein ab, pro Mal auf Stein klopfen, zwei Materialien. Und das ist nicht die einzigste Ausgrabungsstelle, denn es gibt noch weitere und dort werde ich einmal hinfliegen. Aber die Frage ist jetzt wirklich, was damit passiert. Ich kann euch ja nochmal zeigen, der Helikopter ist ja auch einmal fast einmal um die Karte geflogen, weil ja irgendwie am Anfang so da oben ist dann hier so rumgereist, einmal ganz quer über die Karte, hier einmal so entlang, irgendwie da noch. Und gerade steht er, glaube ich, an dem Berg oder so. Und er hat eben schon fast einmal die ganze Map umrundet. Und bei das, die stand ja mal zu. Wow. In Season 3. Ne, Season 4 war ja mal in Dusty Divot, beziehungsweise Dusty Depot, ein Helikopter, als da die ganze Base gebaut wurde. Und das ist ja mal der gleiche. Oder er hat zumindest das gleiche Modell, was der Helikopter jetzt auch hat, der rumfliegt. Und da das ja mit Ausgraben auch ein bisschen zu Dusty passt, gehen eben halt viele davon aus, dass hier etwas neu gemacht wird. Und in den Spieldateien sind auch neue Dusty-Bilder aufgetaucht. Also die, genau die, die es jetzt auch schon gibt.
Nur, dass sie eben halt wieder drin sind in einem anderen Ordner. Und das heißt, es muss ja irgendetwas Neues damit passieren, sonst würde so etwas da nicht drin stehen. Ja, deshalb kann man da wirklich gespannt sein, ob da irgendetwas umgebaut wird. Oder zum Beispiel mit dem Helikopter, dass er irgendetwas beobachtet. Die Bagger dann da Ausgrabungsstätten machen, wo sie etwas suchen, wie zum Beispiel Schattensteine. Würden ja perfekt mit Season 4 zusammenpassen. Dort gab es die ja. Das passt eigentlich alles zusammen, dass die Devoka Season 4 Helikopter waren, dass sie zu Season 4 Ausgrabungsstätten mit Forschungsstationen und so. Ist ja auch alles so Season 4 Thema. Und hier das Lama stand an der richtigen Stelle. Denn hier sieht man vielleicht, hier sieht das Gras so ein bisschen anders aus. Ich kann auch mal ein bisschen höher gehen. So, und hier sieht man so eine Kontur, die nicht so aussieht wie der Rest hiervon. Und dort wird die nächste Ausgrabungsstelle dann kommen. Hier kann man die sehen. Die geht ja immer halt einmal so rum. Das ist schon die Umrandung. Und dort würde man auch ausgraben können. Und diese Ausgrabungsstelle ist hier mal dort. Und dann ist die andere ja da. Da. Und das, das ist ja auch so ziemlich in der Mitte davon. Aber das passt dann auch wirklich gut. Das, da ist ja die Mitte, da wo früher im Prinzip die Fabrik war. Und das ist ja eben halt genau in der Mitte dazwischen. Und die Frage ist eben halt, ob da noch mehr dazu kommt von den Ausgrabungsstellen. Auf jeden Fall, umso schneller ihr da raufhaut, umso schneller wird natürlich auch alles K.O. gehen und wir werden wissen, was ganz unten am Grund ist. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Es ist natürlich jetzt auch noch nichts Großes wirklich in Season 8 passiert so. Klar, der in Tilted wurde ja das Gebäude zu Ende gebaut. Allerdings ist ja sonst nichts wirklich Großes passiert. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein kleiner Zusammenhang mit Dusty und dass irgendetwas mit der Geschichte jetzt Neues passiert. Dazu fliege ich einmal ins Gebäude. Und zwar ist das so ein Museum im Prinzip und es soll ein bisschen erinnern an die alten Zeiten, was alles schon mit Tilted und so passiert ist. Und da ja dieses Haus jetzt auch ist und das mit Story so neu ist, genau hier unten einmal das Gebäude hier, dann haben wir Rakete, die Kometen, der Würfel, Vulkan, noch mehr Kometen. Und da jetzt die ganze Story im Prinzip einmal aufgelistet wurde, deutet das ja auch irgendwie so ein bisschen darauf hin, dass etwas Neues mit der Story passiert. Wenn das in einem Museum ist, dann ist die Story sozusagen abgeschlossen. Und wenn da jetzt etwas Neues gemacht werden soll, wenn ihr versteht, was ich meine, hier wurde es aufgelistet, damit man dann weiß, das passiert. Und jetzt wollen wir im Prinzip erforschen, was das alles für einen Zusammenhang miteinander hatte. Ist das hier eigentlich ein nee, das ist Fatal Fields, glaube ich, ein Bild. Wenn ich hier auch nochmal so ein Bild drin hängen würde von Moisty Meyer, wäre das natürlich auch ganz cool. Ah, das ist definitiv eher nicht oder wurde noch nicht gefunden. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal zurück in der Lobby, denn dort gibt es auch nochmal einen kleinen Teaser, was sonst noch an Live-Events auf uns wartet. Lade bitte schnell. So, und zwar kann man das im Battle Pass sehen. Und, oder ziemlich viele von denen haben ja zum Beispiel einen Text von den ganzen Items. Und wenn man dann hier durchguckt so ein bisschen, dann findet man ab und zu mal so Sachen. Wie zum Beispiel dann hier auch Palme. Die Palme war zum Beispiel schon Hinweisung auf die Kokosnüsse, die jetzt auch reingekommen sind. Geschält für die Bananen, die reingekommen sind. Das war auch schon ein kleiner Teaser zum Beispiel für die Items dann. Allerdings gibt es natürlich auch noch viele andere Sachen. Das hat ja zum Beispiel, das hat glaube ich eher wenig zu tun. Aber hier ist zum Beispiel auch noch die Pikant für Paprika, die ja auch jetzt mittlerweile im Spiel ist. Und dann gibt es aber auch noch diesen Emote. Und wenn man das schon sieht, lahme Nummer. Im Prinzip
bis Hälfte des Level 50, Hälfte des Battle Passes. Lahme Nummer, alles langweilig, nichts wirklich Besonderes passiert. Ist auf jeden Fall schon mal so eine kleine Hindeutung. Passt ja eigentlich damit zusammen, was bisher passiert ist, denn es ist nicht wirklich viel passiert. Und dann, wenn man so ein bisschen weiterklickt, sieht man zum Beispiel Lava. Und bei Lava steht ja schon, Ausbruch steht bevor. Das heißt, es war am Anfang langweilig und dann mittlerweile, oder dann übertragen Woche 6, steht der Ausbruch schon bevor. Nennt es hier auch zum Beispiel The End is Nigh oder so. Das heißt, das Ende ist nah. Passt ja auch perfekt mit Lava zusammen. Dann schon mal hier so, dass man sich darauf hype, auf das Live-Event. Das ist jetzt so meine persönliche Vermutung, was das alles in Zusammenhang haben könnte. Und dann, wenn man jetzt ein bisschen weiterklickt, ein bisschen weiter hinten, nämlich zufälligerweise Anfang Level 90, das heißt Woche 90, wütender Vulkan. Wütender Vulkan, Vulkanausbruch. Die Theorie klingt definitiv nicht schlecht. Und der Charakter wird ja auch nach 55 wöchentlichen Herausforderungen abgeschlossen. Für 55 wöchentliche Herausforderungen braucht man 8 Wochen insgesamt. Bei 8 Wochen wäre dann im Prinzip, 8 Wochen wären dann im Prinzip übertragen. Hier angefressen passt ja eigentlich auch nochmal gut dazu, dass man so lange warten muss, bis dann etwas richtig Krasses passiert. Und dann eben halt eine Woche danach, nachdem der Skin rausgekommen ist, ist dann der Ausbruch und die neue Season wird damit im Prinzip eingeleitet. Das war jetzt einfach nochmal eine kurze Idee von mir, die mir so aufgefallen ist. Wenn euch auf jeden Fall dieses Leak-Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft keine von diesen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!